Einer der meistverkauften Titel in den letzten 10 Jahren war Ich arbeite in einem Irrenhaus von Martin Werle. Mit über 250.000 verkauften Exemplaren und 12 Monaten auf der Spiegel Bestsellerliste, ein Erfolg, den, wenn ich ganz ehrlich bin, ich überhaupt nicht erwartet habe. Wir haben ein wahnsinniges Identifikationspotenzial erreicht. Eigentlich jeder, der nur den Titel hört, Ich arbeite in einem Irrenhaus, reagiert mit, oh, da könnte ich aber auch eine Geschichte erzählen. Dass wir den Autor hier auf die Bühne stellen und uns von ihm mal erzählen lassen, wie wir vielleicht mit den Problemen, die wir in der Firma haben, ein bisschen anders umzugehen, kann keine schlechte Idee sein.